Lars-Jürgen Weber, 25 Jahre alt. Hervorragender Abschluss im Fach Außenpolitik, Universität Halle und so weiter und so weiter. Sie sind nicht gerade der typische Anwärter auf dem Romeo-Einsatz. Beinarbeit! Wenn sie sich bei den Qualifikationsläufen für die Weltmeisterschaft bewährt, kommt sie in den Kader für die Olympischen Spiele. Das Trainingspensum wird bedeutend steigen. Begabung allein reicht nicht aus. Was sie braucht, ist Durchhaltevermögen. Da kennen wir kein Pardon. Wenn wir wieder ohne Gold zurückkommen, dann ist hier Feierabend für uns. Das gilt auch für alle Privilegien. Zweck des Besuchs? Tourist. Das dort ist Spionage im industriellen Maßstab. Wir versuchen seit Jahren, die Anlage zu infiltrieren. Lauren Faber ist unsere Eintrittskarte. Ihre Aufgabe ist es, eine intime Beziehung zu ihr aufzubauen und Informationen abzuschöpfen. Heißt das, ich habe den Auftrag? Unsere Clara wird sie nicht enttäuschen, dafür sorge ich. Ich freue mich für dich, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Was ist Plan B? Es gibt keinen Plan B. Wenn sie nicht kooperiert, wirst du als Kundschafter abgezogen. Zurück in die DDR. Mit ein wenig Glück kriegst du einen Bürojob mit Fenster. Das ist die Grenze. Graben wird nachts. Die Schichten dauern 6 Stunden. Schlafhaltung einnehmen! Ist das schon alles? Bei den Nazis habe ich andere Sachen erlebt. Mach mich nicht zu deinem Feind. Eine Sekunde nicht aufgepasst und du riskierst Enttarnung. Max? Ja? Lars? Warum sagt mir denn keiner, was ich getan habe? Mach dir keine Sorgen, kein Wort zu deinem Vater. Sollte ich auch nur ahnen, dass du hier zu nahe kommst, fliegst du über diese Mauer zurück. Hast du jemals daran gezweifelt, dass das richtig ist, was wir hier machen? So schade. Betrachte das als Warnung, eine weitere wird es nicht geben.